Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier ist wieder Lost und ihr seid wieder zurück zu einem weiteren Video. Heute sind wir unterwegs in Star Wars Battlefront 2. Ja, man glaubt es kaum, das Spiel funktioniert immer noch, auch im Multiplayer-Modus. Ich sag nur Game Ranger, da könnt ihr das Ganze noch starten und natürlich auch mitzocken. Und um was es heute geht, ich wollte einfach mal ein bisschen zocken und nebenher mit euch darüber quatschen, wie es denn mit Battlefront, dem neuen Star Wars Battlefront 2015 aussehen wird, ob das Teil hält, was es verspricht, oder ob es eher doch ein Stück weit ein Flop wird oder eine Eintagsfliege. Und ja, sage ich ganz klar, Titanfall-Syndrom. Titanfall-Syndrom, warum, wieso und weshalb, darauf kommen wir natürlich gleich noch. Aber vorab erstmal Infos. Star Wars Battlefront soll ja im November 2015 an den Start gehen. Wir werden höchstwahrscheinlich auf der Gamescom, Rebel Scum, ich kill euch alle hier, auf der Gamescom 2015 die Möglichkeit bekommen, das Spiel auch erstmals für die breite Masse anspielbar zu haben. Ob ich das Ganze antesten werden können, tun und überhaupt möchte, ist die große Frage, denn YouTuber werden ja da ein Stück weit von EA geblockt, aber wir werden auf jeden Fall gucken, ob wir das Ganze mal spielen können. Und bisher gab es ja schon die ein oder anderen Informationen, die dazu geleakt wurden. Ich meine, wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt, habt ihr schon viele Informationen dazu bekommen. Ich habe mittlerweile über 10 Videos rausgehauen, über News, Infos, Updates und sonstige Secrets rund um Star Wars Battlefront. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, blende ich euch hier mal kurz die Playlist dazu ein. Da könnt ihr einfach mal drauf gucken. Und eins meiner letzten Videos war zum Beispiel, warum Star Wars Battlefront kein Battlefield wird. Viele haben ja am Anfang gedacht, okay, Battlefront wird jetzt von DICE entwickelt, das wird bestimmt ein Battlefield im Star Wars Setting. Naja, Pustekuchen, denkste, wird's gar nicht. In diesem Video, was ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, habt ihr auch mehrere Hinweise darauf, warum es sich niemals und auch auf keinen Fall um ein Battlefield im Star Wars Universum handeln wird, weil einfach die Mechaniken, auch wenn es vielleicht die Frostbite Engine ist, aber einfach die Mechaniken, das Spielgefühl komplett anders sein wird. Und das ist, lässt mich auch ein bisschen zu dem Schluss kommen, warum Battlefront, naja, vielleicht für viele draußen eine Enttäuschung sein könnte und auch werden könnte. Denn viele Battlefield-Spieler freuen sich natürlich auf den Titel, weil sie eben denken, okay, das wird jetzt mein Ersatz für Battlefield, für das Hardline, was ja nicht so wirklich eingeschlagen ist, zumindest was PC angeht, also mehr oder weniger die Ersatzdroge für Battlefield Hardline. Und das Ganze hofft man natürlich in gut. Ob das so der Fall sein wird, ist jedoch die große Frage, denn bisher Mechaniken, man meint nur den Walker Assault Modus mit entsprechendem AT-AT, der nicht steuerbar ist und sonstiges. Ja, das spricht natürlich nicht wirklich für ein freies Spielgefühl und natürlich kann man das auch damit begründen, dass entsprechende Mechaniken im Walker Assault Modus ja so wichtig sind, damit Leute nicht mit dem AT-AT trollen können, ihn irgendwo in einem Baum parken oder sonstiges und dann das Objective nicht erfüllt werden kann. Das mag natürlich sein. Wurde ja auch ein Stück weit damit eventuell auch schon angemerkt, dass der AT-AT in anderen Modi ja spielbar sein wird. Ob das dann der Fall sein wird, keine Ahnung, das Teil ist extrem groß und die Maps umfassen gerade mal 40 Spieler Maximum im höchsten Modus, wie zum Beispiel Walker Assault. Da stellt sich bei mir natürlich schon die Frage, ob man dieses Teil steuern werden kann. Wir sind mittlerweile hier jetzt irgendwie im Space Battle drin. Keine Ahnung, ich mache einfach mal Auto-Assign, nehme hier irgendwie so einen Commander-Piloten und spawnen jetzt einfach mal irgendwann rein in 13 Sekunden. Naja, und ich glaube, dass viele draußen ein Stück weit enttäuscht werden. Nächstes Thema, Server. Es wurde bekannt gegeben von vielen Alpha-Spielern da draußen, dass das Serversystem in Battlefront, naja, das ähnliche oder das gleiche sein wird wie zum Beispiel in Titanfall. Matchmaking. Es wird keine eigenen Server geben, zumindest ist das der bisherige Stand. Gucken wir mal, was das Tier hier kann. Und das ist natürlich erstmal so, holy shit, warum macht ihr das? Verstehe ich nicht. Warum ein Lobby-System? Ich meine, das hat damals in Titanfall, kam das ja auch schon ran, das ist ja das Beispiel, was ich eben auch gebracht habe, von wegen Titanfall-Syndrom. Und das war ja nicht so cool und nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum Titanfall dann schlussendlich gefailt ist. Aber es liegt schon wieder ein Stück weit so in die nahe und geht ein bisschen in die Richtung, wo man dann schon denkt, ja komm. Wird das jetzt so ein Titanfall-Eintagsfliege? Wird Battlefront ein Spiel für eine Woche und dann ist es wieder tot? Ich meine, es wurde angekündigt von Seiten EA, dass sie 9 Millionen Copies verkaufen möchten. 9 Millionen Copies von Star Wars Battlefront möchten sie verkaufen in der ersten Zeit. Und das ist ein großes Ziel, aber es ist auch ein realistisches Ziel, weil man muss mal
sagen, dass es ja Battlefield-Franchise ist, ein Stück weit, was sie mit einnehmen, weil die Leute, die ja Battlefield gespielt haben, eben sich einen neuen Titel erhoffen und über DICE natürlich jetzt denken, okay, das würde jetzt mein Battlefield-Ersatz. Dann kommt hinzu, dass es natürlich das Star-Wars-Franchise ist. Das ist natürlich eine riesen Community da draußen und gerade in Kombination mit dem neuen Star-Wars-Film, der in die Kinos kommt, zum ähnlichen Zeitpunkt, wird das natürlich viele Fans da draußen auch ansprechen, die dann sagen, hey, okay, ich will das Spiel spielen, cool. Für die mag das auch in Ordnung sein, denn Battlefront wird höchstwahrscheinlich nicht mehr als ein Casual-Shooter par excellence werden. Ich meine, Battlefield ist schon casual-lastig, Battlefront, kann ich euch sagen, wird hundertprozentig noch mehr casual. Ich meine, es sind vielleicht nur Kleinigkeiten, die man nicht so schlimm empfindet, aber Tatsachen wie, dass man sich nicht hinlegen kann, sondern nur in der Standing Position und halt in Crouch, also im geduckten Modus spielen kann, sind schon so kleine Sachen, die ein Stück weit, naja, kenne ich aus meiner Vergangenheit, dazu geführt haben, dass einfach nie dieses Feeling, was man sich erhofft von diversen Spielen, eben auch ein gewisses Battlefield-Feeling eventuell, aufkommen lassen. Bad Company hat's ähnlich gemacht, Bad Company war erfolgreich. Das ist natürlich auch ein Gegenbeispiel, aber ich für meine Meinung nach würde fast behaupten, dass wir, glaube ich, mit Battlefront 2015 noch den einen oder anderen Schlag ins Gesicht bekommen und das ist natürlich schade. Natürlich sind das jetzt erst nur Vermutungen, die man anstellen kann und ich hoffe natürlich auch von ganzem Herzen, dass das Spiel ein gutes Teil wird, ein geiler Titel, den man auch langfristig spielen kann. Ich meine, das erste DLC, was ja Gott sei Dank kostenlos ist, Battle of Jakku, wurde ja bereits angekündigt und das deutet natürlich darauf hin, dass sie ja schnellstmöglich auch Content reinbringen wollen, was sie auch müssen, denn der Anfangscontent wird wahrscheinlich nicht entsprechend umfangreich sein, um Leute lang genug zu halten. Das sind auf jeden Fall Punkte, wo man sich mal überlegen sollte, wie das mit Battlefront abgeht. Ich meine, wenn man dann Casual-Shooter, wie gesagt, vom Allerfeinsten erwartet, ist man wahrscheinlich gut dran. Und das finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Ich meine, ich brauche jetzt keinen E-Sport-Shooter, der Hardcore-mäßig irgendwie so andere Titel, irgendwie Arma 3 oder auch das Free-to-Play-Game Heroes and Generals zum Beispiel, da an den Start gehen. Das brauche ich gar nicht. Aber es sollte halt schon ein Spiel sein, was einem ein gewisses Feeling gibt. Und das hatte ich leider bei den letzten Battlefield-Teilen, zumindest Battlefield 3 und 4, nicht wirklich, dass ich diese mordsmäßig geilen Situationen habe, die ich noch meinen Kumpels auf dem Teamspeak erzählt habe. Von daher hoffe ich natürlich, dass Battlefront da noch ordentlich was rumreißt und dann schlussendlich, was wir anspielen können, spätestens wahrscheinlich auf der Gamescom 2015, da auch den einen oder anderen Kick noch mit sich gibt, denn momentan ist es eher so eine, ja, so ein zweischneidiges Schwert, wo man sich denkt, auf der einen Seite, okay, Battlefront, coole Sache, vielleicht wird es was, oder auf der anderen Seite, naja, mal schauen. Hier zerreißt erstmal den Sternzerstörer. Coole Sache. Wenn euch es gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, freut mich immer. Und eure Meinung natürlich unten in die Videokommentare, was ihr denkt, wie wir mit Star Wars Battlefront 2015 voranschreiten werden, ob es top oder flop wird. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge und möge die Macht verdammt nochmal mit euch sein. Ich bin erstmal raus, euer Bruchpilot Lost. Yeeha! Trotz allem bestelle ich mir Battlefront natürlich vor und das tue ich bei meinem Keypartner G2A. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich auch mal vorbeischauen.